herzlich willkommen zur Churchbox. Heute schauen wir uns den ICF-Wert Gastfreundlichkeit an. Und mit mir im Studio ist Maureen. Maureen, mega schön, dass du heute im Studio bist mit mir. Hi Pat, danke dir. Hey, Maureen, du bist... Erstmal danke dir, dass du dir Zeit nimmst einerseits, aber andererseits auch, dass du einfach bereit bist, dass wir so ein bisschen über dein Leben sprechen und auch was du im ICF machst. Du bist nicht christlich aufgewachsen. Wie bist du letztendlich zum Glauben gekommen? Ja, das ist richtig. Ich bin überhaupt nicht christlich aufgewachsen. Hingegen hat es für mich nie Zweifel gegeben, dass es Gott gibt. Ich führe das vielleicht zurück auf meine religiöse Großmutter, die ja jeder von uns fast hat. Und von dem her habe ich Gott schon gekannt, aber immer aus der Ferne. Und das war nie dieser gelebte Glaube. Und wie bist du dann letztendlich zum Glauben gekommen? Es war mit 18, als ich mich entschieden habe, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und das war ein sehr gläubiger Christ, der dann oft auch mit den christlichen Werten argumentiert hat und mir gezeigt hat, hey, lies doch mal die Bibel an diesen Stellen, das wäre wahrscheinlich noch spannend für dich. Und da habe ich auch verstanden, dass die Bibel ein sehr lebendiges Buch ist, mit sehr viel Relevanz für unseren Alltag. Und dann hast du letztendlich die Entscheidung für Jesus irgendwann doch getroffen, oder? Ja, du sagst eben richtig, weil was ich immer wahrnehme, auch für mein Leben, solange du mit dem Kopf glaubst, berührt es vielleicht dein Leben, aber sobald es ins Herz rutscht, dann verändert es dein Leben. Schön. Und als ich zum ersten Mal ins ICF kam, ich habe das ICF von der Außenferne schon gekannt und habe gedacht, ja, das würde schon passen. Ich habe aber gemeint, es sei zu groß, zu wenig persönlich, für das, dass es für mein Glaubensleben auch wirklich vorteilhaft wäre. Deswegen habe ich mich immer ein bisschen davor gedrückt, wurde dann irgendwann überredet. Es war ein gebrauchter Sonntag, sehr emotional beladen, kam ich her am Morgen und ich war begeistert. Ich so, wow, wir konnten zusammen worshipen, zum ersten Mal Worship, das war schon toll. Da habe ich gedacht, hey, am Abend komme ich nochmals her. Cool, bist du direkt einen Tag, zweimal zum Church gegangen, mega cool. Und als ich dann all diese jungen Leute gesehen habe, wie sie worshipen, wie sie für Jesus gehen, das hat tatsächlich dann mein Leben verändert. Schön. Und was war vielleicht so der Grund, warum du geblieben bist? Also der Tag war mega schön. Was war dann so der nächste Schritt für dich? Für mich war es klar von da an, dass ich mich voll investieren möchte. Wenn ich Teil dieser Community bin und die Werte ja so schön finde, dann möchte ich auch mitarbeiten. Ich möchte eben den Teppich ausrollen, sage ich immer. Und dieses Zuhause, das ich auch gefunden habe hier, anderen Leuten auch geben. Und deswegen arbeite ich seither im Connect mit. So cool. Also du bist im Connect. Wie lange bist du im ICF jetzt? Eineinhalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und du bist am Anfang ein bisschen ins Team reingesprungen, bist immer noch im Connect mit. Aber erzähl uns ein bisschen von der Arbeit. Wie sieht es aus? Wartet ihr immer drauf, dass Leute zu euch kommen? Oder geht ihr auf Leute auch zu? Wie sieht es aus? Ja, tatsächlich haben wir ein breit abgestütztes Angebot. Wir haben den Connect Point oben, der jetzt ja schön wie eine Lounge aussieht. Die Leute können da hinkommen. Mit Couches und ja, so. Genau. Ne? Ja, gleich, wenn man aus der Celebration rauskommt, nicht zu verfehlen. Und für allerlei Fragen da zur Verfügung, aber auch eben zum Connecten. Sucht man eine Small Group? Möchte man sonst wissen, was das ICF ist? Dann haben wir die Coming Home Group, wo wir erzählen, wer wir sind, was wir glauben. Und das Coolste am Ganzen finde ich eben, dass wir auch als Hosts unterwegs sind. Das heißt, wir laufen durch das Foyer, wir gehen in die Halle nach der Celebration und sprechen explizit Leute oder Gruppen an, wo wir denken, hey, ich glaube, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass wir die ansprechen. Vielleicht wollen sie connected werden, weil sie es vielleicht nicht können oder einfach noch nicht gemacht haben. Und diese große Church, ich habe es zum Beginn gesagt, die kann so erlebbar werden und so persönlich und so ein Zuhause, wie für mich auch. Und das geschieht aber durch dich und mich. So cool. Und deswegen ist es unser Job, diese Menschenfurcht abzulegen und auf die Leute zuzugehen und diese Brücke zu schlagen. Ja. Vielleicht möchten sie drüber gehen, vielleicht auch nicht. Was ich da noch spannend finde, ist, zum Teil sind das ganz flüchtige Gespräche, dann aber vielleicht über mehrere Wochen immer wieder. Und eines Tages hat mir mal eine Frau gesagt, Maureen, danke, dass du mich nicht vergisst. Come on. Und für mich waren das sehr kleine Gespräche. Aber das zeigt für mich, dass so Kleines im Namen von Jesus so einen großen Impact haben kann. So cool. Und dann machst du noch eine Sache, wo du immer am gleichen Ort sitzt in der Celebration, oder?
Ja, genau. Nimm uns damit rein, was genau machst du da? Ja, genau. Ich habe einfach gemerkt, das ist doch oft so, es kommen auch viele Leute, gehen rein und gleich wieder raus und sie wissen nicht, wo sitzen und haben eh keinen Anschluss. Dann sage ich immer, hey, ich sitze immer am selben Ort. Cool. Wenn du nicht alleine sitzen möchtest, komm doch einfach dahin. Mhm. Und unterdessen sind wir ja irgendwie eine Gruppe von 20 Leuten. Ist eine eigene Community. Ja, die voll. Mega cool. Voll. Mega schön. Mega cool. Hey, ich finde es so genial, Marin, wie du das wirklich lebst. Also wie du diese Gastfreundlichkeit auch wirklich mit in deinen Sonntag einfach mit reinnimmst. Hey, für uns, glaube ich, einfach eine mega Challenge, genau das auch zu tun, oder? Ich glaube, es gibt da drei Wörter, die wir da mitnehmen können. Ist a look, a word and a touch. Was ist vielleicht jemand, der mir auffällt, der genau das braucht, der diesen persönlichen Touch da einfach braucht und wo ich ihn einfach einladen kann, a word, wo ich einfach diese Welcome-Atmosphäre reinbringen kann und dann a touch, dass ich ihn einfach mitnehme und ihm einfach Danke sage, dass er einfach hier ist und ihn einfach willkommen heiße. Marin, vielen, vielen Dank, dass du das verkörperst und das so einfach mit in die Church mit reinbringst. Danke dir. Hey, ich schicke dich aus dem Studio raus. Ich habe nämlich den David Hofer, der jetzt noch mit reinkommt ins Studio. Hey, fall nicht. Hi, hey, David. Hey, danke, Pat, hi. Hey, wir haben heute noch einen ganz speziellen Sonntag. Was passiert heute? Hey, wir dürfen heute Taufen feiern. Wir haben Taufsonntag. Und Taufsonntag ist immer ein Highlight. Ja, ja. Warum taufen wir als ICF? Was ist die Vision dahinter? Hey, das Symbol der Taufe ist, dass wir unseren lebendigen Glauben zu Jesus Christus bekennen. Und das ist einfach ein Akt, aber der so kraftvoll ist. Und ja, wir eigentlich wie eine neue Identität erhalten. In Galater 3, wo steht, dass wir, wenn wir auf den Namen von Jesus Christus getauft sind, dann erhalten wir ein neues Gewand. Jesus Christus. Wir erhalten das oder wir nehmen uns das. Und das wollen wir erleben, so als ein Meilenstein in unserem Glaubensleben. So cool. Wie viele Täuflinge haben wir heute? 11. Heute sind 11 Taufen. Sehr cool. Jetzt in der Celebration 4. In der nächsten Celebration 4 taufe ich. Du taufst sogar. Ja, ich darf zwei Männer taufen. Freue mich mega auf den Moment. So cool, so cool. Später dann im Pool zu stehen. Mega cool. Hey, gibt's Storys, die du uns erzählen kannst, was bei den Leuten vielleicht passiert oder passiert ist? Ja, also jede einzelne Person hat eine Geschichte und das fasziniert mich auch so. Grundsätzlich, ich merke, wir hatten vorher einen Moment mit den 4 Täuflingen, Begleitpersonen und Leute sind nervös. Und ich glaube, das ist ganz okay und es gehört dazu und ist auch wichtig, weil die Entscheidung, die sie treffen, heute auf den Namen von Vater, Sohn, Heiliger Geist getauft zu werden, ist nicht einfach irgendwie so eine Entscheidung, was esse ich heute zu Mittag, sondern es ist, wir klären die Fronten, hey, ich taufe mich auf den Namen von Vater, Sohn, Heiliger Geist. So gut, so gut. Hey, die nächste Taufe findet, ich muss eben nachschauen, am 10.9. und am 12.11. sind die nächsten Taufen. Ja, ganz wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, hey, ich möchte mich unbedingt taufen lassen, wie können sie das machen? Am einfachsten einfach auf icf.ch/taufe gehen. Mhm. Dort gibt es auch noch ein paar weitere Informationen, ein Video und vielleicht hast du Fragen dazu, dann geh auf die Webseite. Mhm. Dort kannst du dich auch anmelden. Mhm. Aber wir taufen ja nicht nur in den Celebrations, sondern wir taufen auch in den Camps, jetzt im Sommer Youth Camps, aber auch im Herbst Camp. Ja. Und wir taufen überall, auch in den Groups. Ja. Micro-Churches. Wie genial, Micro-Churches. Ja. Ja. Wenn wir, ja, und geh einfach auf deine Leaders zu und ich möchte auch an die Leaders mich richten und einfach sagen, hey, wartet nicht, bis die Leute auf euch zukommen, sondern geht auf Leute zu. Es ist unser Auftrag, Menschen zu jüngen und Nachfolgen von Jesus zu machen. Voll, und Taufe gehört da voll mit rein. Hey, ich finde es so cool, dass wir als Church einfach mit Menschen unterwegs sind. Deswegen lass uns da der nächste Step für Leute sein, gastfreundlich sein und schauen, ob es nicht Leute in unserem Umfeld gibt, die sich taufen lassen wollen. Und das war's für uns für heute von der Churchbox.